Die satanische Lüge Nummer 3 lautet: Gott ist nicht konsequent und nicht gerecht. Die Schlange behauptete Eva gegenüber: Ihr werdet nicht sterben. Gott hat zwar gesagt, dass ihr sterben werdet, wenn ihr von dieser Frucht essen solltet, aber er meint es nicht so genau mit seinem Gebot. Er ist weder konsequent noch gerecht. Gott wird die Sünde nicht wirklich bestrafen. Gott ist kein Gott des Gerichts. Und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass er uns richten wird, dass uns das Gericht bevorsteht. Gott wird nicht so streng und unbarmherzig mit euch Menschen verfahren. Dies ist eine sehr beliebte Lüge Satans, die heute eine weite Verbreitung und viele Anhänger hat in unserer Welt. Aber hier ist große Vorsicht geboten. Ja, Gott ist gut und liebevoll, aber er ist auch rechtschaffen und gerecht. Er ist der Richter der Welt. Wenn wir die Liebe Gottes predigen und dabei die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes ausklammern, dann haben wir nur die halbe Wahrheit gepredigt. Wenn wir versuchen, die Hälfte der Wahrheit zur ganzen Wahrheit zu machen, dann wird diese Hälfte der Wahrheit zur Unwahrheit. Satan bringt Eva in ihrem Denken weiter weg von dem wahren Gott und von seinem Charakter. Aber wenn du nicht glaubst, dass Gott gut und liebevoll ist, und weil du ja nicht glaubst, dass Gott wahrhaftig ist oder dass die Bibel, Gottes Wort, die Wahrheit ist, brauchst du dich auch nicht um das Gericht zu sorgen. Doch als Gott die 10 Gebote gab, gab er den Menschen ein Gesetz. Ein Gesetz ohne Strafe ist allerdings nur ein Ratschlag. Doch die 10 Gebote Gottes sind Gottes bleibende moralische Verfassung für die Welt. Weil diese Gebote Gottes sein Gesetz darstellen und nicht einfach nur ein göttlicher Ratschlag sind, gibt es das jüngste Gericht und es gibt die ewige Hölle. Wer ohne Jesus Christus stirbt, wird die Ewigkeit in der Hölle verbringen müssen. Gott wird die Sünde auf gar keinen Fall ungestraft lassen. Aus dem New Age-Glauben kommt die Idee, dass wir nicht wirklich sterben werden. Es gibt ein Weiterleben in der spirituellen Wirklichkeit, wird uns eingetrichtert. Es gibt die Reinkarnation. Nun, das gefällt vielen Menschen, denn der Mensch will nicht sterben, er fürchtet den Tod und der Satan weiß, dass wir den Tod fürchten. Der Satan will uns glauben machen, dass wir weiterleben werden, auch wenn vielleicht in einer anderen Form und dass wir letzten Endes ungestraft sündigen können. Wir werden nicht vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen, denn Gott ist nicht wirklich ein Richtergott. Er ist nicht wirklich konsequent und damit auch nicht wirklich gerecht. Aber die Bibel warnt uns. Im Hebräerbrief Kapitel 3, ab Vers 12 lesen wir: Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde.